Servus Leute, wir haben hier eine Siemens EcoSechs Plus S700 und die bringt mich schon langsam zu verzweifeln. Schaut euch einmal den Fehler an. Also das Problem, was sie auf jeden Fall hat, ist, sie tut mittendrin anfangen zum Spucken. Egal jetzt, ob ich Milchschaum mache, Kaffee oder Teewasser runterspülen lasse. Und ich habe jetzt mittlerweile das Keramikventil angeschaut, die Pumpe ist neu und es hört einfach nicht auf. Ja, jetzt sehen wir. So, jetzt gehen wir mal auf Tee, Heißwasser, da ist überhaupt kein Druck drauf. Und es wird einfach nicht besser, also es scheint so, als ob gleich das Wasser kommen würde. Jetzt ist es wieder komplett weg und dann kommt es dann wieder, dann wird es immer weniger. Dann denkst du so, und jetzt kommt dann das Wasser wieder normal. Aber dann verliert sie wieder einen Druck, keine Ahnung. Und so, das macht sie die ganze Zeit. Wie gesagt, also Wasserpumpe ist getauscht. Messen wir mal die Werte. Weiß und Schwarz. Der Weiße ist oben. Der Schwarze ist hier unten. Da ist er zu sehen. So, jetzt messen wir das aus. Natürlich weichen jetzt die Kiloohm vom originalen Angaben ab, da eben das Heizelement warm ist. Wir haben hier 17. Das Ganze geht weiter rauf, je kühler das Ding wird, umso weiter geht es rauf. Und hier haben wir 16, 16,4, 17,6. Also da der eine jetzt oben und der andere unten ist, sind die Werte von der Wärme hier etwas unterschiedlich, aber nicht so weit auseinander. So, somit haben wir jetzt auch ein Heizelement, dass die NTCs auch funktionieren. Das Wasser ist warm, das heißt, diese Wärmesicherungen sind auch nicht kaputt, sonst wird sehr kaltes Wasser kommen. So, im Grunde genommen müsst ihr jetzt nicht unbedingt aufpassen, wie die Stecker jetzt verbaut sind, denn diese können sowieso nicht an einen anderen Platz angeschlossen werden. Sie haben eigene Zähnchen hier, die das Ganze verhindern. So, das ist jetzt drin. Jetzt mit dem Magnet überbrücke ich einmal
So. Also dann drauf anstecken. Gut, schauen wir jetzt, was passiert. Gut. Unglaublich, was da los ist. Ich glaube, ich verzweifle gerade so ziemlich. So Leute, die Maschine hat urlang gedampft. Ich habe die Wasserpumpe getauscht, eine andere Wasserpumpe eingegeben. Jetzt habe ich sogar eine Urstarke reingetan. So, der Unterschied ist, das da habe ich getauscht. Das ist der Pulsationsdämpfer. Und das ist ein anderer. Und dieser ist defekt. Wie könnt ihr das prüfen? Ein guter. Wenn ich hineinpuste hier, kommt es hier heraus. Oder umgekehrt. Hier kommt Luft durch. Und jetzt hier. Es kommt hier nur, wenn ich das zumache. Also der ist komplett zu. Das heißt, die Pumpe leistet eben stärkeren Druck ab. Dann kommt doch etwas an Wasser hier heraus. Eben Richtung Boiler und Richtung Keramikventil. Und das Problem ist, das tut dann so viel dampfen, dass eben, weil es einfach zu wenig Wasser bekommt. Und das ist eben dieser Pulsationsdämpfer. Also bitte überprüfen, rausnehmen, bevor ihr dann die Pumpe tauscht, rausnehmen und hier hineinpusten und schauen, ob es durch hier die Luft durchkommt. Wenn es zu ist, so wie hier, dann ist das euer Übeltäter, dass das Ding so viel dampft und nicht genug Wasser nach vorne bekommt. Okay. Gut. Gut Leute, ich habe jetzt die Maschine einige Tage getestet, bevor ich jetzt dieses Video mache, damit ich auch ganz sicher gehen kann, dass die andere Pumpe, was ich jetzt da verbaut habe, die etwas stärker ist, die hat nämlich 51 Watt. Ja. Wie ihr sehen könnt, das Ganze funktioniert recht gut. Die Maschine läuft super leise. Man hört fast gar nichts. Mir geht die Milch aus. Und ja. Ist wirklich sehr leise. Ist viel leiser wie sogar mit der originalen Pumpe, die EP4 GW. Also ich bin von dieser Pumpe auf jeden Fall begeistert. Die werde ich auch demnächst weiter hineinbauen in diesen Geräten.
Die ganz neuen Siemens haben jetzt auch eine komplett andere Pumpenversion, also nicht mehr eine Ulka, sondern glaube ich ein ARS oder ASR. Dort werde ich versuchen, auch diese Pumpe mit dem alten Pulsationsdämpfer einzubauen, weil ich finde, die ist echt wirklich ein tolles Upgrade. Und ja, auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Es war echt eine lange Tour, bis ich einmal herausgefunden habe, was die Maschine hat. Ich habe auch sehr viele Anfragen, was in diese Richtung gehen, was einfach die Maschine viel spuckt und beginnt dann zu dampfen. Ich glaube, dass da dieser Pulsationsdämpfer auf jeden Fall auch dafür oft zuständig ist, dass eben dieser Fehler auftritt. Gut, Leute, viel Spaß mit dem Video und bis zum nächsten Video.